Bienen sind äußerst nützliche Tierchen. Sie haben wichtige Aufgaben in der Natur und produzieren außerdem eifrig Honig. Auch Maulwürfe machen eine tolle Arbeit. Sie vertilgen jede Menge Schädlinge, im Garten natürlich. Aber würden Sie freiwillig Schlupfwespen in Ihrer Wohnung ansiedeln? Das kann manchmal eine durchaus gute Idee sein. Warum, weiß Andrea Ferstl. Egal ob in der Küche oder im Kleiderkasten, gefräßige Motten sind eine Plage. Um die lästigen Insekten, die ihre Eier in kleinste Ritzen und Hohlräume legen, endgültig wieder aus der Wohnung zu bekommen, gibt es ein biologisches Rezept: Schlupfwespen ansiedeln. Diese winzigen Tierchen, hier als schwarze wandernde Punkte zu sehen, sind die natürlichen Feinde der Motten. Die Schlupfwespen suchen die Eier der Motten. Ja, die suchen sie im Kasterl, dort wo die Motten ihre Eier abgelegt haben, in der Nähe der Lebensmittel meistens, und stechen sie dann an und legen ein Ei in das Ei der Motte ab. Das heißt, dieses Mottenei kann sich nicht weiterentwickeln, es schlüpft keine neue Mottenlarve, sondern eine Schlupfwespe, ein Nützling, der sich dort weiterentwickelt hat. Man hat dann also Schlupfwespen im Küchen- oder Kleiderkasten. Ist das nicht genauso grauslich? Es wird nie vorkommen, dass eine Schlupfwespe in der Küche gesehen wird, indem sie herumschwirrt, indem sie summt oder irgendwie aggressiv vielleicht wäre. Die sind ganz unauffällig im Kasterl auf der Suche nach den Motteneiern. Die Schlupfwespen verschwinden wieder, nämlich dann, wenn es keine Motteneier mehr gibt. Tote Schlupfwespen werden maximal als Staubkörner wahrgenommen und beim nächsten Putzen einfach weggewischt. Und wie kommt man zu Schlupfwespen? In Geschäften wie diesem gibt es sie zu kaufen, in Form von kleinen Karten. Darauf sind 2000 Motteneier, in denen die Schlupfwespen stecken, angesiedelt. In den Kasten gelegt, schlüpfen innerhalb von 14 Tagen die braven Tierchen und machen sich sofort an die Arbeit. Am besten immer dort hinlegen, wo ich vorher auch Befall gefunden habe. Ja? Weil dort ist es auch höchstwahrscheinlich, dass irgendwo in der Nähe die Motteneier abgelegt wurden. Also man kann sagen, pro Regalmeter ein Kärtchen oder pro abgeschlossenem Schrankabteil ein Kärtchen. Ja? Das würde ausreichen. So eine Schlupfwespe schwirrt nicht in der ganzen Küche herum, sondern sie sucht innerhalb eines Radius von circa einem Meter, sucht sie nach Motteneiern. Wichtig dabei, der Vorgang muss wiederholt werden, um alle Eier zu finden. Mindestens viermal mit frischen Karten im Abstand von 2 Wochen. Und was kostet das Ganze? Wenn man es mit der Post bekommt, etwas über 50 Euro. Wenn man es hier abholt, 32 Euro. Für die ganze Kur mit 4x4 Kärtchen. Lebensmittel luftdicht zu verpacken ist übrigens eine gute Vorsorge gegen Mottenplagen. Und keine Sorge, Motten legen ihre Eier nicht in den Lebensmitteln ab. Daher kommen auch die Schlupfwespen nicht in unser Essen, während sie ihren Job machen. Ja, das klingt genial, aber was hält die Kammerjägerin von der Idee Schlupfwespen gegen Motten? Das frage ich Sie jetzt gleich. Guten Abend, Marianne Jäger. Hallo. Ja, funktioniert das wirklich mit den Schlupfwespen? Das ist perfekt. Das ist eine total gute Methode. Das ist ein Nützling gegen einen Schädling. Besser geht's nicht. Keine Chemie, passt schon, ja? Und wie finden die Schlupfwespen die Motten? Die Wespen haben einen sehr guten Geruchssinn und finden die Eier der Motten. Also sie finden nicht die Motten, sie finden nur die Eier der Motten. Und legen dann ihre eigenen Eier in dieses Ei hinein. Damit zerstören sie das Ei und die Entwicklung ist unterbrochen. Aber man muss es natürlich, man hat es eh gut gesehen im Fernsehen, also viermal hintereinander machen, weil ja der Zyklus relativ lang dauert. Nicht? Weil es bringt ja nur die Eier um, nicht die Larven, nicht die Puppen, nicht die Motten. Und wenn man das hintereinander brav macht und genug Ausdauer hat, dann hat man den Zyklus erwischt und die Motten sind tot. Und die Schlupfwespen sollte man wahrscheinlich erst dann einsetzen, wenn man schon die Nahrungsmittel, zum Beispiel die befallen sind, mal entsorgt hat, oder? Na, unbedingt. Also man muss ein bisschen vorarbeiten. Also man kann natürlich den Schlupfwespen die Arbeit ganz überlassen, aber es ist schon vernünftiger, man arbeitet vor. Alles, was befallen ist, wegschmeißen. Nicht, weil wir jetzt so verschwenderisch sein wollen, sondern weil die natürlich die Motten, die Larven im Produkt ihren Kot hinterlassen. Also weg damit. Wegschmeißen und alles andere umfüllen in Dosen mit Klemmdeckel. Die Motten sind dann sozusagen eingesperrt, beziehungsweise die Schlupfwespen kommen dann nur noch an die frei herumlaufen. Mhm. Und im Falle von Kleidermotten, was macht man da? Na, fast so ähnlich. Alles, was man waschen kann, in die Waschmaschine. Was man nicht waschen kann, in die Putzerei.
oder in die Tiefkühltruhe. Ausfrieren geht auch. Und verwenden Sie selber Schlupfwespen, wenn Sie, wenn Sie Motten haben sollten? Also ich versuche, ich bin vom Fach, also nicht oft, aber manchmal ja, weil es einfacher geht. Also man braucht nicht darüber nachdenken, wo könnte ich sie noch haben. Habe ich jetzt irgendwie das Hundefutter vom letzten Jahr vergessen oder so irgendwas? Oder das Vogelfutter, was ich nicht mehr verfüttert habe? Und die machen das allein. Mhm. In dem Geschäft, in dem die Kollegin die Schlupfwespen gekauft hat, Andrea Ferstl, hat sie auch andere Tierchen gesehen, die gut gegen lästige Mitbewohner sind, Marienkäfer zum Beispiel. Was halten Sie denn überhaupt von dem Konzept eben Nützlinge gegen Schädlinge? Also ich stehe drauf, nicht? Ich mag das total gern. Es sind übrigens nicht die Marienkäfer, sondern die Larven der Marienkäfer, die man kauft, weil die fressen die Blattläuse. Man kann aber auch zum Beispiel die Larve von den Florfliegen kaufen. Die Florfliegen sind diese mit den grünen Flügeln, die durchsichtigen, mit den goldenen Augen. Und die Larve frisst so wie eine kleine Maschine eine Blattlaus nach der anderen runter. Das geht ganz toll. Also ich finde das auch sehr vernünftig, einen Gegenspieler einfach zu fördern. Es schlägt mein Herz dafür, ja. Und Sie haben uns da was mitgebracht? Ja, das ist zum Beispiel, was man so fördern kann, nicht? Das ist zum Beispiel so ein Häuselchen für Wildbienen und Hummeln. Also man sollte, wenn man einen Garten hat, also auch im Garten ein Eck übrig lassen, wo man das Schnittgut, also die Hölzer und so hinlegt und gar nicht mäht oder das gar nicht sortiert, sondern ein bisschen wild lässt, dann siedeln sich da doch die Nützlinge wieder an. Zum Beispiel die Igel oder eben die Schlangen oder die Kröten, Vögel sowieso oder Bienen und andere Insekten. Was kann man sonst tun, um Nützlinge zu fördern? Na, zum Beispiel, die Leute vergessen das gerne, der Maulwurf, du besagst, ist verwandt mit der Spitzmaus und mit dem Igel. Wenn man dem genug zum Essen im Garten lässt, dann ist er eh bei mir. Oder Fledermäuse. Ich habe gerade mal einen Anruf gehabt, um Gottes Willen, auf meinem Balkon sind Fledermäuse. Das ist nicht um Gottes Willen, das ist Dankeschön, ich habe Fledermäuse. Also das ist das Beste, was einem passieren kann. Sie schonen, sie liebevoll ansehen und sie in Ruhe lassen, nicht? Also Nützlinge sollte man nie vertreiben oder irgendwie, um Gottes Willen, nicht einmal dran denken, umbringen. Ne? Naja, die Idee, Fledermäuse zu streicheln, ist jetzt auch nicht so. Wenn du mal eine in der Hand hast, sind die niedlich, nicht? Aber man kriegt sie leider nicht in die Hand, aber ja. Aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, Schädlinge zu bekämpfen, auch ohne Chemie. Unbedingt, das ist die Vernünftige. Das nächste Mal reden wir über Nützlinge gegen Schnecken, gibt schon was. Mach mal. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke.